folgen wir den Spuren der Röber durch Rheinhessen. Jahrhundertelang haben sie die Region geprägt. Rheinhessen ist bekannt für sein historisches Erbe. Antike Funde locken an vielen Orten zur Erkundung. Die heutige Urlaubsgegend ist auch für hervorragende Weine und ihre Gastlichkeit berühmt. Manch einer tut es den Römern gleich und kommt, um zu bleiben. Die heutige Landeshauptstadt Mainz gehörte fast 500 Jahre zum Römischen Reich. Spektakuläre Bauwerke wie das Römische Theater erinnern noch heute an das damalige Mogontiacum, wie die Römer Mainz nannten. Genauso wie das Drusus-Denkmal, der Dativius-Victor-Bogen oder die Reste des Aquäduktes. Hierüber wurde die Bevölkerung schon in der Antike mit Wasser versorgt. So wuchs aus einem einfachen Militärlager eine bedeutende Hauptstadt der römischen Provinz Germania Superior heran. Ballungsgebiete wie Mainz, Worms oder Alzey wurden aus dem fruchtbaren rheinhessischen Hinterland mit Rohstoffen und Nahrungsmitteln versorgt. Die Lebensmittel kamen von römischen Gutshöfen. Ein malerischer Wanderweg durch den Binger Wald führt zu genau so einem Hof. Einer knapp 1800 Jahre alten Villa Rustica. Der überwiegende Teil der Bevölkerung lebte damals auf solchen weit über die Landschaft verteilten Einzelhöfen. In Alzey gab es eine größere Römersiedlung in einer wirtschaftlich guten Verkehrslage. Gleich zwei Fernstraßen liefen durch die damals städtische Siedlung. Das Gebiet zog viele Menschen an. Grund dafür der fruchtbare Lößboden und das verhältnismäßig warme Klima. Die Bewohner lebten in sogenannten Streifenhäusern. Sie waren lang und schmal und typisch für Siedlungen in den nördlichen Provinzen. Später, etwa in der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, entstand hier ein Militärlager, errichtet von Kaiser Valentinian dem I. Die Mauern des Kastells waren bis zu 3,5 Meter dick und bis zu 12 Meter hoch. Trotz der stattlichen Maße wurde es im Laufe der Jahrhunderte mehrfach zerstört. Im Fundament des Kastells wurde vor rund 100 Jahren eine sensationelle Entdeckung gemacht. Reste von Jupitersäulen mit Götterdarstellungen und andere Steinfragmente. Heute sind die Funde zu bestaunen im Museum in Alzey und der neu gebauten Steinhalle. So auch der Nymphenaltar. Der Weihestein benennt die Einwohnerinnen und Einwohner als Vicani Altiaiensis. Es ist die älteste Nennung der Siedlung, die später Alzey wurde. Aus einem Steinbruch in Flohnheim stammt das Material für viele der römischen Skulpturen, die inzwischen unter anderem im Museum in Alzey zu bewundern sind. Der Flohnheimer Sandstein ist durch seine besondere Beschaffenheit gegen Frost und viele Umwelteinflüsse beständig und war daher für die Verarbeitung sehr beliebt. Der Grabstein des Silius. Er gilt heute als ein Wahrzeichen des rheinhessischen Ortes Dienheim. Das Original aus dem 1. Jahrhundert nach Christus steht heute im Landesmuseum in Mainz. Der gut erhaltene Fund wurde 1834 etwas außerhalb des Ortes entdeckt. Das Besondere? Seine Farben. Diese kann man in Dienheim in voller Pracht als Nachbildung bewundern. Hier erkennt man sehr gut, dass der Grabstein die letzte Ruhestätte eines Kelten geziert haben muss. Der Soldat hat in einem römischen Reiterregiment gedient. Im Örtchen Hessloch steht ein Sarkophag aus Stein. Was für eine Frau fand hierin wohl ihre letzte Ruhestätte? War sie eine Tänzerin?
Die Grabbeigaben geben Rätsel auf. Vermutlich gehörten die Bruchstücke aus Bronze und Holz zu einem Musikinstrument, das im römischen Isis-Kult häufig verwendet wurde. Heidesheim am Rhein, ein Stadtteil von Ingelheim, ist auf ewig mit den Römern verbunden. Denn unter der St. Georgskapelle stand bis ins 5. Jahrhundert nach Christus eine römische Villa Rustica. Das belegen heute noch die bis zu 4 Meter hohen Mauerreste des alten Gutshofes. Ob gläubig oder nicht, die Nähe zur jahrtausendealten Geschichte in Rheinhessen ist unstrittig. Auf dem Rheinterrassenweg im rheinhessischen Guntersblum steht der schon von weitem sichtbare Neubau eines Römerturms. Ein beeindruckender Panoramablick belohnt den Wanderer. Und legt man sich ins Gras, dann kann man herrlich von der Zeit der Römer träumen. Denn hier gab es einst eine Römerstraße, die man per Zufall entdeckte. Heute ist sie wieder zugeschüttet, doch die Erinnerung blüht auf. Nähert man sich den Römern auf der Wanderung über den Rheinterrassenweg, so führt kein Weg an Ludwigshöhe vorbei. In der Region gab es auch den ein oder anderen Gutshof aus der Römerzeit. Das belegen Funde. Dieses Feld in Mauchenheim verbirgt ein ganz besonderes Geheimnis. Es offenbart sich aus der Luft. Denn dann entstehen helle Linien mitten im grünen Feld. Die spektakuläre Erklärung: Unter der Erde liegen die Reste einer 1900 Jahre alten römischen Palastvilla. Auf dem Boden über dem Fundament reift das Getreide schneller heran. Und so könnte die Palastvilla ausgesehen haben. In Nierstein gibt es eine neuzeitliche Heilquelle, die schon von den Römern genutzt wurde. Im Sironabad gab es eine römische Badehalle sowie Süßwasser- und Schwefelquellen, aus denen getrunken wurde. Die Römer glaubten mindestens vom 1. bis ins 3. Jahrhundert an die Heilkraft des Wassers aus der Sironaquelle. Was auch den Namen Sironabad erklärt. Sirona war eine keltische Quell- und Heilgöttin. Wie viel Einfluss die Römer in Rheinhessen hatten, zeigt sich in Selzen. Sie prägten sogar die Mode der Kelten. Die Darstellung der Verstorbenen auf diesem Grabstein zeigt es. Während die Ehefrau des Mannes noch einheimisch-keltische Kleidung trägt, hat die Tochter bereits die Mode der Römer übernommen. Der Mann in der Mitte ist zwar auch schon römisch gekleidet, aber noch traditionell keltisch sitzend dargestellt. Wo der Grabstein ursprünglich genau stand, lässt sich heute nicht mehr präzise nachvollziehen, denn er wurde mit einigen weiteren Steinen historisch zweitverwendet, um ein Bachbett auszukleiden. Als gesichert gilt, dass der Grabstein aus der Mitte des 1. Jahrhunderts stammt. Das Original ist im Landesmuseum in Mainz zu sehen. Auch in Weinolzheim wird man auf den Spuren der Römer fündig. Auf einem Weingut, wo das Leben heute noch zum Verweilen einlädt, steht ein Sarkophag. In dem Grab wurde unter anderem ein Trinkgefäß gefunden. Jetzt erinnert es die Lebenden daran, jede Minute zu genießen. Vielleicht auch mit dem ein oder anderen guten Tropfen Wein aus Rheinhessen. Stadecken Elzheim kann auf eine beachtliche Römergeschichte zurückblicken. Unter diesen Hügeln wurde vor rund 70 Jahren ein römischer Sarkophag entdeckt. Heute ist er im Hof der Burg Stadeck ausgestellt.
Der Sarkophag aus Rotsandstein ist rund 1700 Jahre alt. Die Grabbeigaben ruhen im Mainzer Landesmuseum. Möglicherweise gehörte das Grab zu einer nahegelegenen Villa Rustica, die mittlerweile unter der Erde verborgen liegt. Dieser Gutshof war von der Mitte des 1. Jahrhunderts nach Christus bis mindestens in die zweite Hälfte des 4. Jahrhunderts bewohnt. Mehr als 500 Jahre haben die Römer in Rheinhessen ihre Spuren hinterlassen. Beim Anblick dieser sanften Hügel wird klar: Die Römer konnten nicht anders, als Rheinhessen zu lieben.